oad.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge mit einem Spiel für Android. Dem Spiel Uno. Uno werden wahrscheinlich die meisten von euch kennen, würde ich mal sagen. Größe 53 MB, aktuelle Versionsnummer 1.4.9490. Erforderliche Android-Versionsnummer 4.1 oder höher. In-App-Käufe 1,09 € bis absonderliche 109,99 €. Und bei 510.445 Gesamtbewertungen, eine Durchschnitts-Sternebewertung von 4,0 von 5 Sternen. Spiele die weltweite Nummer 1 unter den Kartenspielen wie nie zuvor. Uno verfügt über komplett neue Regeln, Turniere und so weiter und so fort. Im Grunde genommen habe ich ein paar Mal gegen die KI einfach Uno gespielt. Ne, mit den verschiedenen Karten und 4 Plus und ihr müsst Karten ziehen und könnt die Farbe umwechseln, wie Uno halt funktioniert. Und ja, es ist okay. Oder es ist nett für ein Kartenspiel. Nein, für ein Spiel auf dem Smartphone ist es okay. Vollkommen okay. Mir macht es tatsächlich vielleicht für zwischendurch. Ja, kann man machen. Aber so richtig Spaß macht es tatsächlich nicht. Da macht das Spiel mit anderen Leuten und richtig, ja, mit richtigen Karten am Tisch und so. Soll man natürlich momentan nicht, darf man momentan nicht, ist klar, außer innerhalb der Familie. Ja, das macht doch deutlich mehr Spaß, aber man kann es sich mal angucken. Und so wie ich es gespielt habe, ist man auch nicht gezwungen, da Geld reinzuwerfen. Vor allen Dingen nicht die absonderlichen über 100 €. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.